Hallo und willkommen zurück zu Quantum Break. Ich bin hier in die Eingeweide des Schwimmbads vorgedrungen, das ja mal eben meinem Bruder gehörte, dem William Joyce seit 98 oder so. Ja, und was hat er gemacht? Er hat hier mal eben eine Zeitmaschine gebaut. So sieht das Ganze aus. Ich bin hier mit Amy und Beth und bin schon so weit, dass ich den Kern zurücksetzen muss. Und dann hat der Jack ja den Plan, in die Vergangenheit zu reisen und alles wieder gerade zu biegen. Aber ob das nun unbedingt so reibungslos funktioniert, ist ja noch die Frage. Ich habe hier noch ein Dokument gefunden, das lese ich mal als nächstes. Zeitreisen für Zivilisten. Na, das ist ja ein kühner Plan. Geht das in einem durch, das Dokument? Ja. So, Zeitreisen für Zivilisten, in Klammern Klischee-Arbeitstitel, von William Joyce. Konzeptideen, 28. Februar 99. Moment mal. Was ich jetzt gerade nicht verstehe, ist, in der vorigen Folge haben wir ja noch gehört, dass ihm das alles viel zu gefährlich war und er das deshalb nicht der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Und jetzt gibt es hier so ein Dokument von ihm, wo er selber schreibt, Zeitreisen für Zivilisten. Wahrscheinlich hat er es aufgrund der Details da drin dann doch verworfen. So, Eröffnungserklärung. Mit einem Schenkelklopfer anfangen. Witz über Schrödingers Katze? Notiz, angemessenes Katzenfoto dafür finden. Notiz, kein Katzenfoto. Also er hat ja auch innerhalb dieses Dokuments offensichtlich wieder ein bisschen was hin und her verworfen. Ist mehr so ein Brainstorming. Keine wissenschaftlichen Erklärungen hier. Marketing-Scheiße. Zeitmaschine gleich funktioniert. Implikationen gleich unbegrenzt. Gebt mir euer Geldgelaber. Spannungsbogen bis zur Existenz der Zeitmaschine bauen. Inhalt hier hängt vom ersten Versuch mit einem Menschen später heute Nacht ab. Befunde, Fakten für die Mundatmer vereinfachen, die zweifellos investieren wollen. Okay, mit Mundatmer sind wahrscheinlich Leute gemeint, denen der Kiefer runterklappt bei irgendwelchen Präsentationen, könnte ich mir vorstellen. Und die dann das große Geschäft wittern. Zweck dieses Leitfadens, den Mundatmern erklären, wie die Zeitmaschine funktioniert und wieso. Notiz, Korrektur lesen und alle Verweise auf Mundatmer löschen. Zeitmaschinenüberblick. Oh, ich habe gerade, da hört man Polizei im Hintergrund, ne? Und natürlich auch einen Presslufthammer oder irgendwas von der Baustelle. Zeitmaschinenüberblick. Wie die Forschung begann, inklusive Danksagungen für Forschungsgelder. Arschkriechen bei Gemeinde und Investoren. Notiz. Auch Jack für seine Geduld danken. Jetzt, da das vorbei ist, verspreche ich, für ihn da zu sein. Notiz. Zu persönlich. Einfacher Überblick über die Zeitmaschine. Teile. Kronon-Partikel. Notiz. Niemand wird das einen Scheiß interessieren oder es verstehen. Überspringen. Wie Zeitreisen funktionieren. Ganz einfach ausgedrückt. Subjekt aktiviert Zeitmaschine. Ah, gleich eine Anleitung für mich. Schritt 1 Kern, Schritt 2 der Korridor. Subjekt stellt das gewünschte Zeitreisedatum ein. Subjekt betritt den Korridor. Als Erklärung Korridor mit Form eines Donuts vergleichen. Notiz, Witz einfügen. Sie wollen diesen Donut nicht essen, ansonsten wird Ihr Körper eine tödliche Kronon-Sättigung erhalten, die zu einem langsamen, aber unausweichlichen Tod führt. Wie witzig. Notiz, Witz weglassen. Verstörend, in der Tat. Subjekt geht durch den Korridor. Durchschreiten des Korridors im Uhrzeigersinn ist Reise in die Zukunft, also ist gleich Reise in die Zukunft. Durchschreiten des Korridors entgegen des Uhrzeigersinns ist gleich Reise in die Vergangenheit. Das ist eine Eselsbrücke, die könnte einfacher nicht sein. Uhrenähnliches Design. Subjekt erreicht zu der neuen Zeit die Zukunft oder Vergangenheit. Raumzeitkontinuum, Reise durch den Raum. Zeitreisen sind kein Portal. Das räumliche Ziel wird nicht immer dasselbe sein wie bei Eintritt. Das ist nämlich auch ein großes Problem. Wenn man jetzt einen Monat in die Vergangenheit oder Zukunft reist, dann steht die Erde auf ihrer Umlaufbahn ganz woanders. Also theoretisch müsste man im luftleeren Raum irgendwo ankommen, ne? Das kommt ja mal noch dazu. Also reichen schon 30 Sekunden, hat sich die Erde schon einige Kilometer um sich selbst gedreht wahrscheinlich. Oder zumindest, ja doch, kommt drauf an, auf welchem Längen- und Breitengrad man sich da befindet. So, Zeitreisen sind an einen rotierenden Kern aus einem schwarzen Loch gebunden. Notiz, Kern zuerst erklären. Notiz, draufgeschissen. Kern einfach mit einem Automotor vergleichen. Notiz, Infos zu Automotoren nachschlagen.
Ja, wenn man es damit vergleichen will, muss man sich natürlich mit Automotoren auskennen, was ich übrigens auch nicht tue. Subjekt wird an dem Ort in der Zukunft oder Vergangenheit ankommen, an dem sich die Zeitmaschine und der Kern zu dem Zeitpunkt befunden haben. Ach so. Okay. Das heißt, man landet nicht im luftleeren Raum, sondern bei der gleichen. Ach so, Moment, da muss aber die Maschine ja existieren in der Zeit. Das heißt, man kann nicht beliebig zurückreisen. Hö? Dann ist man ja gar nicht frei. Verrückt. Es kann in keine Zeit gereist werden, in der die Zeitmaschine und der Kern nicht aktiv waren. Ah, das ist clever. Also eigentlich sehr einschränkend, aber interessant. Es kann in keine Zeit vor der ersten Aktivierung des Kerns gereist werden. Aha. Nicht schlecht. Das scheint dann wohl 17 Jahre nicht zu überschreiten, denke ich mal. Beispiele, wie Zeitreisen funktionieren. 1999 wurde zum ersten Mal der Kern einer Zeitmaschine aktiviert. Ich sag hier irgendwie alles 10 Sekunden vorher, ne? Die Zeitmaschine befindet sich auf einer Insel. Im Jahr 2000 wird diese Zeitmaschine mit demselben Kern in ein Zirkuszelt gebracht. Im Jahr 99 betritt Teddy die Zeitmaschine und reist ins Jahr 2000. Er verlässt die Zeitmaschine und befindet sich in einem Zirkuszelt. Notiz: bessere Beispiele verwenden. Kein Zirkuszelt. Teddy kann in keine Zeit vor 1999 reisen, da der Kern davor nicht aktiv war. Werde meinen verdammten Schädel jedes Mal gegen die Wand hauen, wenn jemand als Beispiel sagt, man könne nicht in die Zeit zurückreisen und Hitler töten, nur um schlau witzig zu klingen. Notiz: vielleicht ein Dinosaurierwitz? Notiz: erklären, dass man nicht zurückreisen kann, um Dinosaurier zu sehen. So eine Scheiße. Geschlossene Kreise. Theoretisch haben sich alle Folgen, die durch Zeitreisen entstehen, schon ergeben. Das ist es nämlich auch. Es ist praktisch alles schon passiert. Und da würde man wieder sich seinem Schicksal ergeben müssen und sagen, man kann es auch nicht mehr ändern, ne? Man sollte nicht in der Lage sein, die Vergangenheit zu ändern. Ich hab's schon wieder gesagt, okay. Jeglicher Versuch, etwas zu verändern, gehörte schon immer zur Abfolge der Ereignisse. Ist bereits geschehen. Novikov Selbstübereinstimmungsprinzip erklären, bis ihnen der Schädel platzt. Ja, ist wie diese Zeitschleife bei Terminator zum Beispiel, ne? Metapher zur Erklärung geschlossener Kreise. Zeit ist wie ein Ei. Man kann das Ei bewegen, aber dennoch wird das gleiche Huhn daraus schlüpfen. Notiz: furchtbares Beispiel. Außerdem könnte man das verdammte Ei einfach essen. Ein Ei befindet sich auf dem Tisch. Sie verlassen den Raum, kommen zurück und das Ei liegt zerbrochen auf dem Boden. Sie wissen nicht genau, wie es passiert ist, aber es macht sie traurig. Das Ei war ihnen wichtig, weil. Grund einfügen, der später Sinn ergibt. Sie reisen in die Vergangenheit, um zu verhindern, dass das Ei zerbricht. Als sie in der Vergangenheit ankommen, eilen sie an den Tisch. Sie stoßen ihn versehentlich an, das Ei fällt herunter und zerbricht. Sie haben genau die Sache verursacht, die sie verhindern wollten. Ein geschlossener Kreis. Warum zum Teufel haben alle meine Beispiele etwas mit Eiern zu tun? Notiz: Ei durch etwas anderes ersetzen. Stimmt, erinnert an das Zeitei, was schon mal erklärt wurde. So, das sind schon 7 von 11 Handlungsobjekten. Dann gehen wir mal weiter rum hier. Ich muss den Kern resetten, den Kern zurücksetzen. So, kann ich hier rein? Toiletten, ja, ich müsste mal ganz dringend. Nein. So, hier ist ja wohl nichts. Okay, das war jetzt mal einfach ein Rundgang hier, würde ich sagen. Weiß nicht, ob ich hier noch. Oh, da ist auch noch was. Aber hier geht es wahrscheinlich nicht sehr viel weiter. Obwohl hier. Na, da blinkt schon wieder der Zeitblick. Jetzt höre ich auch noch ein Geräusch. Da ist ein orangener Fleck und da unten ist was. Ach Gott, hätte ich ja fast übersehen. Eine Kronon-Quelle. Eingesammelt. 3 von 5. Ach, der zeigt mir auch, wie viel ich hier einsammeln kann. Und hier ist noch was zum Lesen. Eine Zeitung wieder mal. Wie weit geht das? Ach, das ist nicht so viel. Artikel: Elternpaar bei Autounfall in Riverport getötet. 22. Dezember 99. Eltern bei Autounfall in Bradbury tödlich verunglückt. In Bradbury in Riverport ist die Festtagsstimmung nach einem tragischen Autounfall, der das Ehepaar Anthony und Catherine Joyce das Leben gekostet hat, mehr als getrübt. Ach, wir sind Waisen. Wusste ich das schon? Der Unfall trug sich in unmittelbarer Nähe des Hauses der Familie in der Princeton Street am frühen Nachmittag zu. Die Fahrerin, Catherine Joyce, verlor nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug die Kontrolle über das Auto und fuhr gegen einen Strommast. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs beging Fahrerflucht.
Ich ahne was. Der Antrieb für Will hätte sein können, unsere Eltern zu retten, ne? Also der Antrieb, die Zeitmaschine zu bauen. Die Joyces waren beide als Mitglieder der Gemeinde in der Nachbarschaft von Bradbury sehr bekannt. Letztes Jahr erkannte der Bürgermeister ihre wohltätigen Bemühungen an, insbesondere den Riverport Multiple Sclerosis Walk, den sie seit 93 jedes Jahr organisierten. Das Paar lässt zwei Kinder zurück. Den vielversprechenden jungen Wissenschaftler Dr. William Joyce und Jack Joyce, noch minderjährig. Am Sonntag wird eine Mahnwache mit Kerzen abgehalten, um die trauernde Familie, Freunde und Gemeinde in dieser schweren Zeit zu vereinen. Okay, das war gar nicht mal so uninteressant. Was man hier noch findet. Oh, ich kann hier nicht hoch. Okay, hier ist aber auch nichts mehr. Gut, dann gehe ich da wieder raus. Dann müsste meine Führung vollendet sein, mein Rundgang. Dann kann ich noch da runter gehen. Um vielleicht mal. Ach, hier ist auch noch was. Den Kern zu resetten. Da kann man auch noch was machen. Ich lese mal hier. Das sind aber wahrscheinlich nur irgendwelche Zeichnungen. Schematische Darstellung der Zeitmaschine. Ja, wenn ich das jetzt noch kurz auswendig lerne, dann habe ich eigentlich alles verstanden. So, was mache ich denn hier? 9 von 11 Handlungsobjekten waren das übrigens. Eingabe. Stop, check, area clear. Ja, area clear. Ich starte mal, Der aber. Korridor, er wird mit einem Schlüssel aktiviert. Wills Schlüssel. Ah, Ich endlich. muss den Kern erst zurücksetzen. Okay. Dann werde ich das tun. Ach, guck mal, hier ist auch noch was. Mein Gott. So, das ist auch wieder Die Pläne für die Gegenmaßnahme gehen über 11 Jahre, von 1999 bis 2010. An sich nicht seltsam, aber der Typ hat eine funktionierende Zeitmaschine in nur 2 Jahren gebaut. Welcher Typ? Will? Nennt er ihn jetzt Typ? Ist immer noch mein Bruder. So, noch ein Dokument. Von Will an Beth. Ah ja, da haben wir den Zusammenhang. Aber, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das fängt ja viel früher an. Also von Will an Beth. Am 5. Juli 2010, 9:33 Uhr. Wo bist du? Sie ist weg. Die Gegenmaßnahme ist weg. Was ist passiert? Ruf mich sofort an. So, Beth antwortet. Wo bist du? Hast du sie genommen? Draußen ist es nicht mehr sicher. Du verstehst die Macht dieses Geräts nicht. Nee, ist ja wieder von Will. Sie antwortet gar nicht, hä? Alles von Will. Okay. Du verstehst die Macht dieses Geräts nicht. Ich habe die Nummer angerufen, die du mir für den Notfall gegeben hast. Du nimmst aber nicht ab. Was läuft hier? Und wieder von Will. Ich drehe hier durch. Ich versuche dich immer noch anzurufen. Ich habe so das Gefühl, nur er schreibt hier. Scheiße. Ruf mich an. Schreib mir eine E-Mail. Irgendwas. So. Ich kann nicht mehr schlafen. Bitte ruf mich an. Und wieder von ihm. Die Nummer, die du mir gegeben hast, funktioniert nicht mehr. Wo bist du? Hallo? Ein Jahr ist jetzt vergangen. Ich habe noch immer nichts von dir gehört. Du weißt, wo du mich finden kannst. Boah, der ist hartnäckig. So, jetzt schreibt er wieder. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass du mir noch zuhörst. Ich weiß nicht, wieso ich das hier schreibe. Vielleicht, um irgendwie abschließen zu können. Als du in mein Leben getreten bist, hast du seinen Verlauf verändert. Ich habe über ein Jahrzehnt deiner Sache gewidmet. Ich habe jede Beziehung geopfert, die ich hatte, alle weggeschoben, die mich liebten. Alles für eine Lüge. Es kommt überhaupt keine Bedrohung. Es gab niemals eine. Ich muss mich selbst dazu zwingen, das zu glauben. Nur so kann ich alles hinter mir lassen. Nur so kann ich alles in den Griff bekommen und wieder neu anfangen. Leb wohl. Wow. Weiß er da was nicht oder weiß er mehr, dass doch keine Bedrohung kommt? Das ist ja sehr interessant. So, und wieder von ihm. Ich habe sie gesehen. Die Ursache des Risses existiert. Sie ist hier. Bist du noch immer da draußen? Okay, ich glaube, er ist jetzt auch überzeugt. Und jetzt kommt ein ganz langer Brief von ihm. Beth, es ist soweit. Alles, vor dem du mich gewarnt hast, wird bald eintreten. Bitte gib mir ein Zeichen, dass du noch immer irgendwo da draußen bist. Sag mir, dass du die Gegenmaßnahme hast. Das würde mich sehr beruhigen. Ich verliere hier langsam den Verstand. Ich habe jahrelang versucht, mich selbst davon zu überzeugen, dass du die ganze Zeit falsch lagst und ich die Gegenmaßnahme umsonst gebaut habe. Ich habe versucht, alles hinter mir zu lassen, wieder alles in den Griff zu bekommen. Aber jetzt habe ich den Beweis gesehen. Paul Serene hat mich als Berater für ein Experiment an der Universität hinzugezogen. Sie haben sie gebaut. Sie haben eine andere Zeitmaschine gebaut, eine beinahe exakte Kopie meines eigenen Entwurfs, aber mit schweren Fehlern in den Berechnungen. Genau wie du gesagt hast. Falls sie diese Maschine aktivieren, wird der Riss auftreten. Wie ist das möglich? Wie konnten sie meinem Entwurf nur so nahe kommen? Jemand muss mich die ganze Zeit beobachtet haben, oder nicht?
Jemand zieht hier im Hintergrund die Fäden. Ich werde verfolgt. Zuerst dachte ich, das wäre nur Paranoia, aber es ist wahr. Ein Mann hat jede einzelne meiner Bewegungen beobachtet. Ich habe ihn heimlich fotografiert und Nachforschungen angestellt. Sein Name ist Liam Burke. Er arbeitet für die Sicherheitsabteilung von Monarch Solutions. Es ist mir zum ersten Mal vor einigen Wochen aufgefallen, aber das könnte schon seit Jahren so laufen. Was will er? Was weiß er? In welchem Verhältnis steht er zu der ganzen Sache? Ich brauche Antworten. Ich weiß nicht, wem ich noch vertrauen kann. Ich weiß nicht, wer noch involviert ist, was sie wollen und warum. Ich brauche eine Nachricht von dir. Ich muss wissen, dass ich nicht alleine bei der ganzen Sache bin. Falls es stimmen sollte, was du mir einmal gesagt hast, dann ist das Auftreten des Risses vielleicht unausweichlich, aber ich kann nicht einfach nichts tun und es geschehen lassen. Nicht, bis ich weiß, dass die Gegenmaßnahme in Sicherheit ist. So. Ich würde es mal... Oh, alle Handlungsobjekte gefunden. Ich würde es mal Reverse Engineering nennen, was Monarch Solution da betreibt. Solutions da betreibt. Ne? Also, dass die sich die Technologie unter den Nagel reißen wollen. So, da ginge es runter und da oben war ich ja schon... Oh, Moment, an dem Rechner war ich noch nicht, oder? Oder doch? Doch. Nee, der ist noch nicht an. Erst muss der Kern zurückgesetzt werden. Auf jeden Fall habe ich jetzt alle möglichen Rechner aktiviert. Jetzt müsste ich langsam mal den Kern zurücksetzen. Hier ist nichts. Ich kann überhaupt nicht mehr wischen. Was ist denn hier los? Achso, ich habe ja auch keine Fähigkeiten gerade, ne? Sieht man ja auch rechts an der Anzeige. Ich habe nur den Zeitblick. Ach, hier ist die Beth. Hallo. Redet auch nicht mit mir. Okay, Mission Kern zurücksetzen startet. Ich laufe noch einmal im Kreis, um zu gucken, dass ich auch nichts verpasse. So, okay. Hier ist die Tastatur, die ich zugleich betätigen werde. Hey, sieht aus, als könnte ich den Kern von hier aus zurücksetzen. Weißt du wirklich, was du da drinnen tust? Keine Ahnung. Aber ich habe Paul geholfen, die Zeitmaschine in der Uni einzurichten. Die dann den Riss verursacht hat. Will wusste, dass die Berechnungen falsch waren. Ich hoffe, das bedeutet, dass er hier wusste, was er tat. Will wollte uns hierher bringen. Wir müssen sie ausprobieren. Zuerst müssen wir den Kern einrichten. So, das ging da oben bei dem Schlüssel. Das könnte die Lösung sein, um die Gegenmaßnahme zu finden. Wir werden sehen. Reset läuft noch. Der Kern ist zurückgesetzt. Wir müssen ihn über den Kontrollraum aktivieren. Laut Monitor befindet sich die Steuerung hier oben. Okay. Dann gehe ich da hoch. Stimmt, das war das Ding. Wird schon schief gehen. Ehrlich gesagt, wird's jetzt gruselig. Ich hoffe, wir überleben das. Alles okay. Alles okay. Ist okay. Es hat funktioniert. Es hat wirklich funktioniert. Okay, als nächstes aktivieren wir den Korridor. Okay, dieses Teil sollte auf keinen Fall so frei liegen. Ich mache erstmal noch hier Dateneingabe. Ich kann das Datum noch nicht eingeben. Ach, jetzt wieder da drüben. Na gut. Rennen kann man ja nicht wirklich. Höchstens gehen. Dadurch bin ich aber nicht schneller. Also hier wieder. Gott sei Dank. Soll das so sein? Das war Wills Schlüssel? Ja. Ein Schlüssel zu einer Zeitmaschine und er hat ihn im Kofferraum seines verdammten Autos vergessen. So kenne ich meinen Bruder. Das ist schon echt geil. Das hat sich nicht gut angehört. Fuck. Hoffen wir, dass sie noch funktioniert. Moment, jetzt kommt die Dateneingabe. Genau, stell das Datum ein, da steht's ja. Keine freundliche Einladung, heißt die Errungenschaft. Nein, 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 nein.
Was? Gott verdammt! Keine Ahnung. Wir waren so nah dran. Ich versuch's nochmal. Nein, auf keinen Fall! Du weißt, was passiert ist. Irgendwas ist mit der Maschine. Das wissen wir nicht. Du bist dafür nicht ausgebildet. Alles, was du tust, macht es nur schlimmer. Wir können nicht aufgeben. Du hast Menschen verloren. Du bist wütend. Verstehe ich. Aber das ist eine Nummer zu groß. Wir können sie nicht reparieren. Aber ich kenne vielleicht jemanden, der es kann. Sophia Emerald. Die Monarch-Forscherin. Ich sah ihr Ground Zero-Video. Serenes Leiterin der Kronenforschung. Sie ist heute Abend auf der Monarch-Gala, aber die ist abgeriegelt. Es wird unmöglich sein, an sie ranzukommen. Außer ich habe eine Einladung. Paul sagte, ich soll zu seiner Party kommen. Irgendwas sagt mir, dass das keine freundschaftliche Einladung war. Jack, nein. Aha. So sieht das Ganze also aus. Dann wird wohl jetzt... Nee. Dann gehe ich direkt auf Fortfahren. Ich dachte, jetzt kommt wieder so ein Episodenteil. Müsste ja eigentlich... Business oder Personal, ja genau. Die Zukunft erschien mir so klar, als ich alles nochmal durchlebte. Als ich den Moment meiner Abreise erreicht hatte, war das vorbei. Seitdem orientiere ich mich nur noch an dem Plan und den Visionen. Ich wusste, dass Jack zu mir kommt. Das hatte ich gesehen. Aber ich wusste nicht genau, warum oder wie es enden würde. Da ist er. Sie hatten recht. Meine Visionen der Zukunft sind nicht immer klar, aber sie lügen nicht. Apropos Lügen. Joyce sagt, er hätte die Zeitmaschine seines Bruders gefunden. Wir haben sie 17 Jahre lang gesucht und er findet sie in weniger als einem Tag? Klingt eher unwahrscheinlich. Und doch wissen wir, dass sie da draußen ist. Aber nicht, was ihm sein Bruder sagte. Wenn er die Maschine gefunden hat, würde er es Ihnen verraten? Ich vermute, dass er sie reinlegen will. Vielleicht, aber die Maschine ist da draußen. Und wir werden herausfinden müssen, wo. Wenn Jack es weiß, muss ich mit ihm reden. Dr. Joyce hätte uns die Antwort auf diese Frage geben können. Williams Einstellung und Wissen haben ihn zu einer Gefahr gemacht. Wird dieser wütende junge Mann denn kooperativer als sein Bruder sein? Ihr Urteilsvermögen ist dadurch getrübt, dass Sie sich an Jack als einen guten Freund erinnern. Sie müssen Ihre Gefühle aber außen vor lassen. Das tue ich. Dann vergessen Sie nicht, weshalb wir hier sind. Nach allem, was geschehen ist, brauchen unsere Leute das Gefühl, dass wir alles unter Kontrolle haben. Sie sind derjenige, der Sie auf unsere Seite bringen kann. Ich kümmere mich um Joyce, damit Sie sich auf Ihre Rede konzentrieren können. Ich weiß, was hier auf dem Spiel steht, Martin. So, jetzt bin ich also wieder in der Haut von Paul und muss die Entscheidung treffen, ob nun geschäftlich oder persönlich, wie auch immer. Oh, sieht ganz schön aus hier. Ich gucke erstmal noch, was ich für Mails habe. Dr. Sophia Emerald hatte nach Dr. Kims Unfall die Kronon-Forschungsabteilung übernommen. Sie war die Einzige, die das Kronon-Syndrom behandeln konnte. So, und darunter leidet ja Paul. Genau. So, also von Erica Cross, wer ist denn das nun schon wieder, an Sophia Emerald. Am 6. Oktober 2016, 21.18 Uhr. Betreff, was Dr. Henry Kim zugestoßen ist. Sophia, mir ist bewusst, dass es eine unbequeme Frage ist, aber ich muss sie einfach stellen. Ich kannte Henry Kim sehr gut. Okay, war doch ein Herr. Kim, Herr Dr. Kim. Henry Kim, sehr gut. Ich bin mit ihm zusammen zur Schule gegangen und bei der Hochzeit meiner ersten Ehe war er der Trauzeuge meines Mannes. Als ich nach Florida umgezogen bin, haben wir leider den Kontakt verloren. Sagen wir einfach, dass sich mein Leben ganz anders entwickelte, als ich erwartet hatte. Es war eine äußerst positive Überraschung, von ihm zu hören, als er auf der Suche nach Leuten für ein neues Team war und ich habe mich sehr gefreut, wieder in Kontakt mit ihm zu stehen. Wir telefonierten...
Wir telefonierten viel, er besuchte uns und lernte meine Frau kennen. Und tja, irgendwie war es wie in alten Zeiten. Es hätte peinlich werden können, wurde es aber nicht. Henry war so. Du kannst dir vorstellen, wie schockiert und enttäuscht ich war, als ich von seinem Tod erfuhr, eine Woche vor meinem eigenen Arbeitsantritt bei Monarch. Ich hatte so gehofft, mit ihm zusammenzuarbeiten. Es geht mir hier bei Monarch zwar sehr gut, aber sein Tod hat mir zu schaffen gemacht. Ich weiß, dass niemand darüber reden möchte und ich verstehe, dass vieles der Geheimhaltungspflicht unterliegt. Da ich jedoch kürzlich grünes Licht für vertraulichere Kronon-Forschungsarbeiten erhalten habe, weiß ich nun, dass die Darstellung der Geschehnisse bezüglich seines Todes ein Lügenmärchen ist und dass Henry sich in irgendetwas anderes verwandelt hat. What? Ich werfe niemandem etwas vor, aber ich brauche meinen Seelenfrieden und muss irgendwie mit der Vergangenheit abschließen. Deshalb frage ich mich in Anbetracht meiner neuen Sicherheitsstufe, ob du dich in einer Position befindest, um mir zu erklären, wie das alles passieren konnte. Ich sollte hinzufügen, dass ich neulich Martin Hatch auf dasselbe Thema angesprochen habe und er mir in aller Deutlichkeit klargemacht hat, dass ich keine weiteren Fragen stellen soll. Angesichts dieser Tatsache gehe ich ein ziemlich hohes Risiko ein, dich nach weiteren Informationen zu fragen, aber ich kann es einfach nicht dabei bewenden lassen. Ich würde es verstehen, wenn es dir untersagt wäre, darüber zu reden. Aber meine Gefühle waren Achterbahn. Ich hoffe jedenfalls so oder so auf deine Diskretion, Erika. Und das ist ja nun schon wieder eine Mail, die sollten wir garantiert nicht lesen. Ob wir nur Pauls sind oder Martin Hatch, ne? So, die Antwort von Sophia Emerald an Erika. Erika. Zunächst einmal möchte ich dir mein Beileid aussprechen und mich bei dir entschuldigen. Mir war nicht bewusst, dass du und Henry eine gemeinsame Vergangenheit hattet. Und offen gesagt, hätte ich dir deine neue Position gar nicht erst angeboten, wenn ich es gewusst hätte. Wenn du lieber einen anderen Job haben möchtest, dann kann ich dafür sorgen, kein Problem. Damit wir uns nicht falsch verstehen, ich rede hier nicht von einem schlechteren Job, ich meine eine vergleichbare leitende Position in einer anderen Abteilung. Du hast recht damit, dass es sich hierbei um ein sehr sensibles Thema handelt, aber in Anbetracht deiner aktuellen Sicherheitsstufe kann ich dir sagen, was ich weiß. Leider weiß ich nicht sonderlich viel. In den vergangenen 6 Monaten habe ich selbst versucht zu verstehen, was passiert ist, aber ich habe nicht gerade Fortschritte gemacht. Ich weiß, dass Henry Überstunden in seinem Labor gemacht hat, als es zu einer Art Kronon-Partikelanstieg kam. Selbstverständlich wissen wir, dass es bei Menschen zu physischen Veränderungen kommen kann, wenn sie großen Mengen von Kronon-Partikeln ausgesetzt sind. Paul Serene ist ein Beispiel hierfür. Als er das erste Mal Kronon-Partikeln ausgesetzt war, führte dies dazu, dass er außergewöhnliche Fähigkeiten entwickelte. Und beim zweiten Mal entstand seine fortschreitende Krankheit. Die Frage ist ja, wo führt diese Krankheit hin, ne? In Henrys Fall führt es dazu, dass er sich in ein Kronon beeinträchtigt. Des Wellenfunktionswesen, auch Shifter genannt, verwandelte. Aha, habe ich es wieder 3 Sekunden vorher gesagt oder gefragt. Es ist ganz eindeutig, dass Mr. Serenes und Henrys Erkrankungen im Prinzip identisch sind, auch wenn die Krankheit bei Mr. Serene noch nicht so weit fortgeschritten ist. Oh Gott, sehen wir am Ende diesen Dr. Kim noch in einer völlig krassen Form? Es ist jedoch völlig unklar, wie Henry einer solch hohen Dosis an Kronon-Partikeln ausgesetzt werden konnte, vor allem, weil es im Laborbereich selbst nicht zu temporalen Veränderungen gekommen ist, die unserer Erfahrung nach mit solch einem ungewöhnlichen Ereignis einhergehen. Keiner der Container im Labor hatte eine auch nur annähernd ausreichende Kronon-Partikel-Kapazität für eine derart hohe Dosis. Und damit nicht genug. Alle Container waren unversehrt und keiner wurde vermisst. Kurz gesagt, wir wissen nicht, woher diese Partikel stammen könnten. Ich war nicht überrascht, dass Martin Hatch nichts davon hören wollte. Er war die einzige Person, die sich im Labor aufhielt, als sich der Unfall ereignete, aber ich weiß nicht, warum er dort war oder was passiert ist, und er behauptet, dass er sich an nichts erinnern kann. Trotz alledem hat Martin es irgendwie geschafft, Henry mit dem künstlichen Nullzustandfeld zu umgeben, das im Labor errichtet wurde. Ich bin nicht gewillt, darüber zu spekulieren, wie er das geschafft hat. Ich möchte lediglich hervorheben, dass auch mir eine Menge Fragen zu den Ereignissen auf der Zunge brennen. Denk über mein Angebot nach, Erika. Du bist eine erstklassige Wissenschaftlerin und ich will dich auf gar keinen Fall verlieren, aber ich würde es absolut verstehen, wenn du in eine andere Abteilung versetzt werden möchtest. Bitte bestell deiner Frau? Aha, okay. Wir sind,
Eindeutig im 21. Jahrhundert. Alles klar. Bitte bestell deiner Frau schöne Grüße. Es war sehr schön, als ich sie letzte Woche kennengelernt habe. Sophia. So. Ja, das war also jetzt von Sophia Emerald, die ja in Kontakt mit Beth Wilder steht. So viel mal dazu. Das war auch das einzige Handlungsobjekt hier. Ich würde mal sagen, wir steuern auf die Entscheidung zu. Und da sowieso wieder eine halbe Stunde Serie kommt, gucken wir uns das beim nächsten Mal an. Und an der Stelle bin ich raus. Ja, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.